Jetzt berufsbegleitend studieren an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Sozialpädagogik, Medienmanagement und Betriebswirtschaft. Attraktive Fernstudiengänge mit international anerkanntem Hochschulabschluss der renommierten Hochschule FHM Bielefeld. Und mit dem Vorteil aller Prüfungen und Lehrveranstaltungen vor Ort im FHM-Prüfungszentrum Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Jetzt informieren unter zusag.de oder einfach anrufen. Hoyerswerda 2090 65 und beraten lassen. Hallo liebe Handballfans, mein Name ist Alexander Kannbeck und ich bin Spieler und Nachwuchstrainer des LHV Hoyerswerda. An diesem Samstag, den 12.11.2016 um 17 Uhr lade ich euch recht herzlich ein gegen den HC Elbflorenz Dresden, die zweite Mannschaft. Unterstützt uns bei den nächsten zwei Heimpunkten. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Berufsbegleitend Sozialpädagogik, Medienmanagement oder Betriebswirtschaft studieren an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Alle Infos dazu unter zusag.de oder telefonisch Hoyerswerda 20 90 65. Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle-Fernsehen. Der Senftenberger See kann 2016 ein Besucherplus verzeichnen. Wir haben am Montag schon kurz informiert. Vor allem bei den Sachsen scheint das Naherholungsgebiet besonders beliebt zu sein. Rund 60% der Gäste kommen aus dem Freistaat. Aber auch Urlauber aus Tschechien haben den Aktivurlaub hier offenbar zu schätzen gelernt. Janine Wendt mit Einzelheiten. Mit dem Herbst ist die Saison auf den Campingplätzen rund um den Senftenberger See beendet. Die Zahlen lassen die Verantwortlichen beim Zweckverband Lausitzer Seenland positiv in die Zukunft schauen. Mit 56.500 Gästen konnte erneut ein Zuwachs von 4,8% verbucht werden. Im Sommer geht schon jetzt so gut wie nichts mehr für Kurzentschlossene. Allerdings sieht man in der Nebensaison durchaus noch Luft nach oben. Wir schaffen ganz gezielt auch Angebote. Ein Beispiel sind jetzt Ferienhäuser mit Kamin, ja, oder im Komfortcamping im Niemsch auch die Wellnessangebote, die Vernetzung in der Region mit Partnern, die was zu bieten haben in der Vor- und Nachsaison. Das sind wirklich die Schwerpunkte, an denen wir arbeiten, dass man sich hier eben mit dem Radfahren im Herbst auch noch ein schönes Wochenende macht und das genießt zum Beispiel. Der Zweckverband betreibt den Familienpark, das Hafencamp, den Komfortcampingplatz in Niemsch sowie das Seestrandcamping und Strandhotel in Buchwalde. Zwei Einrichtungen haben in diesem Jahr ihren Standard mit immerhin 5 Sternen verteidigen können. Wir setzen eben auf Camping im höchsten Level mit 5 Sternen in Brandenburg, die einzigen beiden Plätze. Die Ansprüche der Campinggäste steigen auch. Also man will zwar dicht an der Natur sein, aber auf seinen Komfort nicht verzichten. Das merkt man auch daran, wenn man mal sieht, was für Wohnmobile gekauft werden. Das sind ja teilweise richtig edle Sachen. Man merkt es auch daran, was die Gäste an Infrastruktur erwarten. Und da muss man immer was für tun. Im Familienpark sind es natürlich vor allen Dingen die Kinder, aber Sanitäranlagen müssen einfach top sein. Und im Komfortcamping Niebsch kommen eben auch noch andere Sachen dazu, wie beispielsweise Saunaangebot und dergleichen. Und auch da werden wir nochmal nachdenken, was wir in den nächsten Jahren noch zusätzlich machen können. Für 2017 sind im Bereich des Hafencamps die geplanten Neuerungen bereits zu sehen. Kleine Ferienhäuser mit Hafenblick, einmalig hier, denn direkt aufs Wasser kann man sonst nirgendwo schauen. Und vor allem für Familien mit Kindern dürften die bereits im Bau befindlichen Baumhäuser wohl der Clou werden. Aber auch im Familienpark wird es neue Angebote geben. 25 Häuser wurden abgerissen und werden nun neu errichtet.
Ja, wir haben gemerkt, dass die klassische Familie, wenn man denkt, nicht nur aus vier Personen besteht, sondern ganz unterschiedliche Kombinationen. Zu Besuch sind häufig auch befreundete Familien oder Familien mit Großeltern oder Verwandten, sodass wir Gruppen stärker ansprechen möchten. Und dafür haben wir ein spezielles Haus entwickelt, was mit dem Nachbarhaus zusammen gebucht werden kann, sodass man da als Gruppe sich richtig wohlfühlen wird. 3,2 Millionen Euro werden in die Ferienhäuser investiert. Aber das ist noch nicht alles, was sich der Zweckverband 2017 so vorgenommen hat. Wir haben hier am Senftenberger See vor, im Familienpark Richtung See die Promenade neu zu machen. Das ist ein großes Projekt, was wir vorbereiten. Das wird aber erst 2018 fertig sein. An den neuen Seen haben wir beispielsweise in Lieske jetzt den Parkplatz errichtet für Radler und später auch für Badegäste, die dort am Sedlitzer See baden wollen. Am anderen Standorten am Sedlitzer See und auch am Großräschner See sind viele Planungen in Vorbereitung an den Ortschaften in Sedlitz und auch in Großräschen, wo dann auch eben entsprechende Basisinfrastruktur, wie wir das nennen, Parkplätze, Fahrgastschiffanleger, Wasserwanderrastplatz, Badestand gebaut werden. Bis 2018, 2019, denke ich mal, werden wir das alles auch erledigt haben. Der Zweckverband Lausitzer Seenland ist auch für die Infrastruktur im brandenburgischen Seenland zuständig. Im vergangenen Jahr gab es dabei einen herben Rückschlag, als der Imbiss und die Sanitäranlagen am Rostigen Nagel abgebrannt sind. Sie sollen 2017 wieder aufgebaut werden. Ein Sorgenkind dürfte auch die gastronomische Versorgung an der Schleuse des Koschener Kanals sein. Ja, die Gastronomie an dem Standort ist immer noch schwierig. Wir werden das deshalb nochmal neu ausschreiben und einen neuen Betreiberpartner suchen und hoffen, dass dann mit einem neuen Konzept nochmal Schwung reinkommt. Der Standort ist ja eigentlich sehr schön für Radler und Wasserwanderer, aber es gibt eben nicht nur sonnige Tage und für diese Tage braucht man ein gutes Konzept, um Gäste dorthin zu locken. Ja, und da arbeiten wir dran und zum Frühjahr wollen wir mit einem neuen Partner, den wir noch nicht haben, aber suchen, an den Markt gehen. Apropos Kanal, der Eiseneintrag in den Senftenberger See sorgte vor allem nach dem Winter für Aufsehen. Das braune Wasser war kaum zu übersehen. Jedoch sei es nach den aktuellen Bewertungen zu keinerlei Verschlechterung gekommen. Also das, was man messen konnte, und es gibt jetzt wieder ein gutes Messprogramm, wo wir sehr froh drüber sind, zeigt, dass das keinen wesentlichen Einfluss auf den Senftenberger See hat. Insgesamt gibt es Einträge nicht nur aus dem Kanal, auch vor allen Dingen aus dem Grundwasser und aus der Schwarzen Elster, die hier eingeflutet wird in den See. Also insgesamt ist das schon ein Thema, wo wir sehr wachsam sind und auch aufpassen sollten, dass da nichts passiert. Aber der Kanal an sich ist nicht der entscheidende Faktor und wir werden das gemeinsam mit den Behörden im Blick halten. Wir alle wollen einen Senftenberger See, der ein schönes Badegewässer ist, in dem Fische sich wohlfühlen und Menschen. Und da müssen wir gemeinsam aufpassen, aber da ist kein Anlass zurzeit irgendwo zu befürchten, dass es dort jetzt ein Problem gibt. Und insofern hatten wir eine Saison mit sehr gutem Badewasser, wie jedes Jahr eigentlich. Der Senftenberger See hat einigen Vorsprung zu den neuen Gewässern im entstehenden Lausitzer Seenland. Die Entwicklung dort zeigt aber, mit Engagement und Geduld lässt sich wohl eine ganze Menge in puncto Tourismus erreichen. Seit Monaten wird die ganze Welt vereinnahmt vom amerikanischen Wahlkampf. Hillary Clinton oder Donald Trump, Demokraten oder Republikaner. Am 8. November entscheidet sich, wer die Nachfolge Barack Obamas antreten darf. Und auch in Sachsen wird das Ergebnis der amerikanischen Präsidentschaftswahl erwartet und diskutiert. Vom Wahlkampf in Amerika haben sich Menschen in der ganzen Welt anstecken lassen, auch in Sachsen. Aber welchen Präsidentschaftskandidat favorisieren die Sachsen? Wir haben uns umgehört. Ich bin kein Trump-Fan und werde auch nie einer werden. Ich glaube, es ist eine schwierige Entscheidung und es wird, glaube ich, auch echt knapp. Aber ich hoffe auch, dass es Hillary am Ende dann noch reißen wird. Ich würde Clinton wählen, aber nur damit Trump es nicht wird. Also mein Favorit, den kann ich erstmal so gar nicht benennen. Da ist eher die Wahl zwischen, ich weiß nicht, Pest und Cholera, muss ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wählen würde ich dennoch dann Clinton, weil das einfach das geringere Übel ist, würde ich sagen. Ich bin da echt unentschlossen, weil beide haben so ihre Vor- und Nachteile.
Manch einer betrachtet das Geschehen in Amerika aus der Ferne, aber betrifft uns die Präsidentschaftswahl auch in Sachsen? Ich meine, es ist ja wie überall, dass die viel Versprechungen machen, viel sagen vor der Wahl, und nach der Wahl kommt sowieso meistens alles anders. Also ich glaube, es hat jetzt ja nicht nur auf Deutschland Auswirkungen, sondern logischerweise auf die ganze Welt. Und ich glaube, dass diese Auswirkungen auf jeden Fall negativ sein werden. Aber was das genau wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ich fand jetzt so die Schlammschlachten, die es so gab, schon krass. Ich finde es insgesamt krass, dass jemand wie Trump überhaupt im geringsten von irgendjemandem ernst genommen wird. Ich würde sagen, dass Parteien wie die AfD oder sowas durchaus bestärkt werden könnten, oder gerade Anhänger und Anhängerinnen der AfD sehen, das kann so weit kommen, dann sollten wir auch noch mal ein bisschen Gas geben, dass wir in Deutschland so weit kommen würden. Aber das würde ich natürlich überhaupt nicht begrüßen. Welcher Spitzenkandidat der nächste US-amerikanische Präsident wird, zeigt sich nach deutscher Zeit erst gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen. Dass sich einige Leipziger auf den Beinen halten, um das Ergebnis der Wahl live mitzuerleben, zeigt, wie brisant das Thema auch in Deutschland ist. Die Mitglieder der Jungsozialisten in Leipzig schmeißen sogar extra eine Wahlparty. Den Wahlkampf haben wir von Anfang an verfolgt. Unser eigener Favorit war Bernie Sanders. Der hat es ja nun leider nicht in die engere Auswahl geschafft. Und ich denke, die Parallelen zu den Wahlen in Deutschland hier sind sehr offenkundig. Populismus flammt auch in den USA immer mehr auf. Und da können wir für uns immer nur das als Negativbeispiel nehmen, dass ein Trump bei uns nicht passieren darf. Also auch Kampf gegen AfD und solche Dinge ist sehr, sehr wichtig. Noch bis Mittwochmorgen wird das Ergebnis des amerikanischen Wahlkampfes auf sich warten lassen. Dann allerdings steht der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika fest. Die Bäckerinnung Bautzen lädt Ende November zur diesjährigen öffentlichen Stollenprüfung ein. Die eingereichten Stollen werden durch einen ausgebildeten Qualitätsprüfer nach einem festgelegten System bewertet. Interessierte Bürger, die sich bei einer Verkostung ein Bild von der Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit der einzelnen Stollen machen möchten, sind am 24. November 2016 in die Filiale der Ostsächsischen Sparkasse am Markt in Kamenz eingeladen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, allerdings ohne Stollen. Morgen. Morgen ist einfach, wenn man sich mit der richtigen Anlagestrategie Wünsche erfüllen kann. Finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Auch ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Die Rückkehrerbörse Wieder da geht in die dritte Runde. Der Landkreis Bautzen und die Kammern laden dazu am 27. Dezember in das Western Hotel in Bautzen ein. Unternehmen der Region stellen auf der Messe berufliche Angebote und Chancen vor. Zudem informieren Mitarbeiter des Landratsamtes zu den Themen Bauen und Wohnen, Kita und Schule sowie Freizeit und Kultur. Mit dem Treffen sollen vor allem Fachkräfte gewonnen werden, die es wieder in die Heimat zieht. Und mehr Nachrichten des Tages gibt es jetzt kurz und kompakt. Später als geplant haben jetzt die Arbeiten zur Sanierung des Kossack-Grabens in der Hoyerswerder Schulstraße begonnen. Der verrohrte Regenwasserkanal hinüber zum Einkaufskomplex muss erneuert werden.
Das soll im sogenannten Inliner-Verfahren geschehen. Allerdings gab es nach den vorbereitenden Maßnahmen Probleme, die nun zu weiteren Arbeiten geführt haben. Zwei Schachtabdeckungen müssen teilweise zurückgebaut werden, was Mehrkosten in Höhe von rund 6.000 Euro verursacht. Insgesamt sind nun knapp 47.000 Euro für den Abschnitt veranschlagt. Ein Mann wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Macherstraße in Kamenz verletzt. Der 13-jährige Schüler überquerte die Straße und ging zwischen verkehrsbedingt haltenden Autos hindurch. Ein Ford Mondeo, der aus Richtung Nordstraße kam, stieß seitlich mit dem Jungen zusammen. Das Kind zog sich leichte Verletzungen am Ellbogen zu. Am Ford wurde der Außenspiegel abgerissen. Der 70-jährige Fahrer erkundigte sich noch nach dem Befinden des Schülers und verließ anschließend die Unfallstelle. Erst später meldete sich der Mann bei der Polizei. Nun wird gegen ihn wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Im Polizeirevier Kamenz werden jährlich über 500 Verkehrsunfallfluchten zur Anzeige gebracht. Gerade bei Verkehrsunfällen, bei denen Kinder beteiligt sind, sollte in jedem Fall medizinisches Fachpersonal hinzugezogen und die Polizei informiert werden. In der Nacht zum Dienstag sind in Hoyerswerda Unbekannte in einen Betrieb am Speicher eingedrungen. Die Täter waren offenbar mit einem Fahrzeug in die Nebeneingangstür des Gebäudes gefahren. Sie stahlen einen Spielautomaten im Wert von etwa 10.000 Euro. Den entstandenen Sachschaden bezifferte der Eigentümer ebenfalls auf ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Geschwindigkeitskontrollen am Montag auf der S108 in Losa haben sich die meisten Autofahrer an das Tempolimit von 50 km pro Stunde gehalten. Innerhalb von 5 Stunden wurden mehr als 650 Fahrzeuge von der Polizei gemessen, nur 25 waren zu schnell unterwegs. Bis auf einen Fall blieb es bei Verwarngeldern, der Spitzenreiter allerdings musste ein Bußgeld von 80 Euro zahlen und einen Punkt in Flensburg akzeptieren. Er war mit seinem Mazda innerorts mit 74 Kilometern pro Stunde unterwegs. Die langfristige Versorgung und Mobilität im ländlichen Raum wird jetzt in einem Modellprojekt der Landkreise Bautzen und Görlitz diskutiert. Das Bundesverkehrsministerium unterstützt dabei Regionen, die besonders vom demografischen Wandel betroffen sind, neue Ideen zu entwickeln. In den kommenden Wochen finden dazu Workshops statt. So zum Beispiel am 22. November 2016 in der Zeit von 17 bis 19:30 Uhr im Speisesaal der Grundschule Burgneudorf. Neben Einwohnern sind auch Vertreter aus den verschiedensten kommunalen, sozialen oder privaten Institutionen sowie aus Unternehmen herzlich eingeladen, sich aktiv bei den Veranstaltungen einzubringen. Die Ergebnisse aus diesen Workshops sollen in die weitere Projektarbeit fließen. Die Platzkapazitäten sind begrenzt. Interessierte sollten ihre Teilnahme unter der Mailadresse bautzen-görlitz@igs.com anmelden. Die Rückkehrerbörse Wieder da geht in die dritte Runde. Der Landkreis Bautzen und die Kammern laden dazu am 27. Dezember in das Western Hotel in Bautzen ein. Unternehmen der Region stellen auf der Messe berufliche Angebote und Chancen vor. Zudem informieren Mitarbeiter des Landratsamtes zu den Themen Bauen und Wohnen, Kita und Schule sowie Freizeit und Kultur. Mit dem Treffen sollen vor allem Fachkräfte gewonnen werden, die es wieder in die Heimat zieht. Im vergangenen Jahr war eine entsprechende Homepage freigeschaltet worden. Sie ist unter www.fachkräfteportal-bautzen.de erreichbar. Die Bäckerendung Bautzen lädt Ende November zur diesjährigen öffentlichen Stollenprüfung ein. Die eingereichten Stollen werden durch einen ausgebildeten Qualitätsprüfer nach einem festgelegten System bewertet. Interessierte Bürger, die sich bei einer Verkostung ein Bild von der Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit der einzelnen Stollen machen möchten, sind am 24. November in die Filiale der Ostsächsischen Sparkasse am Markt in Kamenz herzlich eingeladen. Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Bautzen bietet am Dienstag nächster Woche wieder in einem Kurzseminar die Möglichkeit, den sicheren Umgang mit den Online-Portalen der Arbeitsagentur zu erlernen. Erläutert werden die Jobbörse, das Kursnet und das Training in der Lernbörse. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Portale selbst auszuprobieren. Da die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung unter 03591 66
14.10 oder per Mail unter bautzen.biz@arbeitsagentur.de gebeten. Die Geheimnisse der Körpersprache werden am Freitag in der Hoyerswerderer Kulturfabrik verraten. Zu Gast ist Ellie Levy, die bereits seit mehr als 30 Jahren die Feinheiten von Mimik und Gestik informativ und mit einem Augenzwinkern herüberbringt. Mehr dazu nach einer kurzen Pause. In ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei. Dann berichten Sie doch selbst einfach Ihre Informationen möglichst mit einem aussagekräftigen Foto an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Fußballspieler. Professor in Uni. Wissenschaftler. Liebe Zuschauer, am Freitag wird ein Künstler auf der Bühne der Hoyerswerder Kulturfabrik stehen, den sicherlich einige von Ihnen schon kennen. Ellie Levy seit mehr als 30 Jahren mit einem Programm unterwegs, das sich mit der Körpersprache befasst. Begonnen, Herr Levy, haben Sie mit Pantomime. Was ist heute an Ihrem Programm anders? Erste Mal Pantomime, ich habe keine Wort gesagt auf der Bühne und heute, ich sprich meistens. Die Verbindung zu Pantomime und Körpersprache, das kommt, wenn der Pantomime wechselt, die Rolle sehr schnell, und er muss analysiert, warum und wie. Und mit dem Jahr siehst du bestimmte Leute und verstehst du genau, was steckt dahinter, laut, wie die bewegt, wie die läuft und so weiter. Was kann man an der Körpersprache, Mimik, Gestik beim Menschen erkennen? Wenn jemand spricht mit dir in diese Art, es ist böse und aggressiv, das ist nicht lieb und nett. Wenn jemand spricht mit dir in dieser Art, bedeutet er ist versteckt was, er lügt an oder sowas. Wenn jemand spricht so, ist offen, weil er hat nichts zum Verstecken. Deswegen, es ist emotional, wo alle zeigen die Hände offen und ich sage mit den Händen auf dem Herz, ich sage die Wahrheit. Das ist Teil manipulativ, Teil ist die Wahrheit, wenn das kommt bei Instinkt richtig. Bei Instinkt, wie oft erleben Sie, dass jemand mit dem Mund spricht und mit dem Körper eigentlich genau das Gegenteil ausdrückt? Ab und zu siehst du nun mal zum Beispiel Leute, wenn die kussen, wie eine Party, die kommen, ja, dieser Teil geht nach hinten in die Kuss, so Distanz, die ganze Körper nur, die Minimum. Und das ist deutlich, gibt ja keine Liebe. Natürlich, wenn zwei kommen, Entschuldigung, so knutschen, das ist gefährlich und das ist Belästigung. Aber die Frage, wer macht mit wem und wie? Was erleben die Leute am Freitag auf der Bühne? Mehr Sprache aus dem Munde oder mehr Mimikgestik? Beide. Weil ich zeige dem zum Beispiel, wenn jemand ist arrogant, und ich würde mit ihnen arrogant sein, und ich würde mir diese kleine komische Lachen so, wo ist arrogant, das wird genannt hochnasig, oh ja, entspricht nur so. Und das ist geschlossen, alles anti. Und das ist diese typische, klassische Arroganz. Wenn jemand ist offen, er würde so stehen, locker und spricht normal. Mehr Sprache oder mehr Mimik, mehr Gestik? Mehr Sprache in der Tat. Ich muss erklärte Sachen. Und ab und zu, ich zeige, das ist bedeutet so, wie mach so, das ist positiv, das ist negativ und so weiter. Was sollen die Besucher nach ihrem Vortrag im Kopf mit nach Hause nehmen? Oh Gott. Die gehen raus glücklich, charmant und witzig, mehr denn vorher, weil die gibt die Mühe jetzt. Jeder denkt für sich selbst, wie ich konnte mich verbessern.
In der Tat, das ist peinlich zu sagen, im Ende von einem Vortrag, der Leute weiß, wenn die weiß nicht. Wie sieht es eigentlich aus, wenn jetzt die Leute aus ihrem Vortrag kommen? Gucken sie dann ihren Nachbarn so ein bisschen scheel an? Die Leute nach dem Vortrag, die gibt viel mehr Mühe. Die guckt den Nachbar, die guckt sich selbst an, die spricht eins mit dem anderen. Hast du gemerkt, er hat so gestanden auf der Bühne, er macht das. Der Fälle ist, wenn meistens von den Leuten, die nehmen von einer Richtung Konsequenz. Bedeutet, jemand steht so, der sagt, er ist gestresst. Muss nicht sein, kann sein, er hat kalte Hände. Und es ist was anderes, wenn jemand steht so, das ist der Big Boss. Das ist nicht jemand, wenn ich gestresst oder kalte Hände oder sowas. Die Frage ist, wie ist deine Fuß, wie ist dein ganzes Verhältnis, das Gesicht, der Kopf, die Nase, alles. Aber nach dem Vortrag, die Leute gibt Mühe davon, zum Verändern. Aber das ist ein langer Prozess. Der lange Prozess wird am Freitag gestartet. Liebe Zuschauer, denken Sie dran, 20 Uhr im Bürgerzentrum in Hoyerswerda geht er los. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 8. November 1778 ist die Wallfahrtskirche in Rosenthal eingeweiht worden. Der monumentale Bau ist 13 Meter hoch und wird von 8 Säulen getragen. Angebetet wird hier eine kleine, fast unscheinbare Statue, das Gnadenbild der Mutter Gottes. Sie ist um 1480 entstanden. Einer Legende nach ritt Lucianus von Cerna zur Jagd und sah eine weiß gekleidete Frau. Trotz aller Versuche, sie zu erreichen, verringerte sich der Abstand zwischen beiden nicht und irgendwann verschwand sie an einem bewaldeten Hügel bei Rosenthal. Als er dort eintraf, sah er eine Linde mit der Marienstatue, die von einem hellen Licht umgeben war. Als dies bekannt wurde, kamen viele Menschen hierher, um zu beten. Am 1. Mai 1945 brannte die Kirche in Rosenthal vermutlich durch Artilleriefeuer bis auf die Grundmauern ab. Bereits am 23. September 1947 konnte sie erneut eingeweiht werden. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Marienbrunnen. Dem Wasser wird bis heute eine heilende Wirkung nachgesagt. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda veranstaltet am Mittwoch unter anderem ab 14 Uhr einen Skat- und Kaffeeklatsch bei der AWO im Plauderstübchen in der Thomas-Münzer-Straße. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda dreht sich am Mittwoch in der Koch AG alles rund um leckere Pizza. Mädchen und Jungen sind dazu ab 16.30 Uhr willkommen. Das Cinemotion in Hoyerswerda zeigt am Mittwoch in der Reihe Kino für Kenner um 17 Uhr die Komödie Mein ziemlich kleiner Freund und in einer Männervorpremiere um 19.45 Uhr das Drama Jack Reacher – Kein Weg zurück. Das leckere Martinsgansessen gibt es an diesem Wochenende wieder im Landhotel Neuwiese. Sie können sich unter Telefon 03571 42 98 0 oder im Netz unter neuwiese.de einen Tisch reservieren. Regnerisch, stellenweise kann es auch graupeln. Achtung, es wird glatt auf den Straßen bei 0 Grad. Am Mittwoch meist trockener Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne. Das Thermometer steigt auf 5 Grad. Am Donnerstag Regen und zeitweise ist sogar Schnee angekündigt. Wer die Winterreifen noch nicht drauf hat, spätestens jetzt ist es an der Zeit. 3 Grad sind angekündigt. Der Freitag soll wieder etwas freundlicher und trocken werden. Kalt bleibt's trotzdem bei 4 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Dienstag, liebe Zuschauer. Morgen informieren wir unter anderem über die aktuellen Planungen der Hoyerswerda Versorgungsbetriebe. Und Ihnen wünsche ich bis dahin noch einen schönen Abend.